Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Konkret-Podcasts. Ich spreche heute mit dem Autor und Lektor Felix Bartels und da wir beide keine Geostrategen sind, werden wir uns nicht mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine beschäftigen, sondern mit den Reaktionen der Deutschen und vor allem ihrer Linken auf dieses Geschehen. Erwartbar waren die antiimperialistischen Reflexe, die Russland und sein Vorgehen für alles entschuldigen wollen. Weniger erwartbar oder für mich zumindest überraschend war ein Versöhnungswille einer Linken, die man doch sich so nahestehend gedacht hatte, mit dem Westen und mit der NATO. Herzlich willkommen, Felix Bartels. In Ihrem in der Jungen Welt erschienenen Artikel Daheim, wo der Hauptfeind steht, da schreiben Sie von den vulgären Formen des Diskurses, die seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine um sich greifen. Wie würden Sie die beschreiben? Ich denke, damals habe ich noch mich bezogen auf so eine Drei-Schichten-Geschichte. Damit meinte ich mit vulgär erstmal, dass man hat diese drei Möglichkeiten, über diesen Konflikt zu reden. Wir können uns irgendwie auf Personen konzentrieren, wir können uns auf die Ereignisebene konzentrieren oder wir können eben über Begriffe reden. Mhm. Und wenn man Personen hat, dann hat man halt irgendwie, dann hat man halt Leute wie Putin im Vordergrund, aber das kann man auch auf die andere Seite des Konfliktes beziehen und die seltsame Selbstinszenierung von Zelensky zum Beispiel. Das wären dann einfach so Themen, an denen man sich abarbeiten kann. Das kann man auf beiden Seiten beobachten. Und das ist eigentlich für mich so ein das, was ich als vulgär bezeichne. Und okay. Die Ebene, die dazwischen ist, das ist im Grunde diese militärstrategische Überlegung. Das sieht man ja irgendwie, dass Leute, die selten oder oft keine Ahnung von diesen Themen haben, jetzt irgendwie so zu Militärexperten werden und ganz genau wissen, was da gerade gerade passiert und wer da sich wohin bewegt. Und für mich ist es halt entscheidend, gerade in einer Zeit, in der es auch sehr schwierig ist, herauszufinden, was jetzt an diesen Meldungen, die man bekommt, jetzt tatsächlich stimmt, was erweist sich als Fake, was ist vielleicht übertrieben, was ist untertrieben, was ist weggelassen worden, sich nicht zu sehr auf diese Ereignisebene zu begeben und stattdessen tatsächlich über die eigentlichen Zusammenhänge, die über das zeitlich Konkrete hinaus eben gültig sind, zu reden. Und da muss man dann eben bei diesen Begriffen über den gesellschaftlichen und politischen Charakter dieses Krieges reden. Und da kommt man für meine Begriffe ohne den Imperialismusbegriff nicht aus und muss über anderes reden. Und wenn ich jetzt aber das noch ein bisschen weiter drehe, weil die vulgären Formen, also ich habe den Artikel geschrieben in der Jungen Welt, das war relativ früh, da war das noch, hat sich das noch nicht so weit entwickelt, wie das jetzt zu sehen ist, dass wir einfach da jetzt Begriffe auftauchen in der Debatte, die auch jenseits dieser Gossip-Ebene, die sich auf das Persönliche bezieht und irgendwie Putin nackt auf dem Bären und Putin am langen Verhandlungstisch und diesen ganzen Schrott dort irgendwie in den Vordergrund stellt und über den psychischen Zustand des Präsidenten Vermutungen anstellt, dass quasi über das hinaus sozusagen jetzt auch auf der begrifflichen Ebene so was Vulgäres eingezogen ist, indem man jetzt irgendwie mit Worten wie Vernichtungskrieg oder Genozid um sich wirft. Das kommt von Leuten, wo man, also wirklich, ich erwarte schon immer eigentlich relativ wenig von meinen Mitmenschen, aber das haben wirklich Leute, bei denen ich es nicht für möglich gehalten hätte, die jetzt wirklich mit vollem Ernst sozusagen davon reden, dass hier gerade ein Völkermord stattfindet und so. Und da fragt man sich, wo diese Leute ihre Begriffe her haben. Und das sind diese vulgären Sprachformen, die da zurzeit dominieren, gegen die das aber sehr, sehr schwer ist, überhaupt noch anzukommen. Also man kann sich da eigentlich nur aufs Begriffliche zurückziehen und versuchen, ein bisschen zur gedanklichen Ordnung aufzurufen. Was denken Sie, woran das liegt, dass auch Leute, die man eigentlich immer geschätzt hat und die auch denken können, plötzlich mit solchen sich so vertun? Na, für mich ist das gar nicht so plötzlich. Also, ich glaube nicht, dass da irgendwie so ein Ereignis kommt. Also, ich fange mal anders an. Ich würde dem schon zubilligen, dass dieser Ukraine-Krieg einen wahnsinnigen emotionalen Impact hat. Und das versuche ich auch einzuberechnen. Und da versuche ich auch Verständnis für zu haben, dass Leute jetzt irgendwie ernsthaft ergriffen sind davon. Und ich glaube, man kann, niemanden, der sie alle beieinander hat, kann dieser Krieg kalt lassen, kann es kalt lassen, wenn Zivilisten sterben. Aber ich sehe trotzdem in der linken Haltung, also
Ich glaube, der Opportunismus gehört zur linken Haltung automatisch immer schon dazu. Es ist so, wie die Linke ist sich eigentlich irgendwie immer selbst peinlich. Und es gibt immer so ein Bedürfnis in der Linken, anzukommen und wieder im Schoß der Gesellschaft zurückzukommen. Und diese permanente Haltung, dieser permanente Wartestand, diese permanente Bereitschaft zum Umfallen, zum Verraten der eigenen Ideale, die ist dann einfach sozusagen als opportunistische Dauerhaltung der Linken eingeschrieben. Und es gibt immer einen vielleicht sogar konstanten Anteil in der linken Bewegung, der bereit ist, dahin zu kommen. Und dann sind diese Vorgänge eigentlich nur Gelegenheiten. Also der Ukraine-Krieg jetzt hier ist eine Gelegenheit. Es gab in der Vergangenheit andere Ereignisse, die auch Gelegenheiten sind. Und ich glaube nicht, dass diese Ereignisse selber das bewirken. Die lösen allenfalls etwas aus, was als Haltung schon da ist. Und die Antwort hat aber noch eine andere Seite. Wenn ich jetzt einmal diese opportunistische Haltung als konstant immer schon vorhanden voraussetze und diese, wie gesagt, so eine permanente Bereitschaft zum Umfallen voraussetze bei der Linken, dann haben natürlich diese Redeformen, von denen ich gerade gesprochen habe, eine bestimmte Funktion, weil es geht beim Opportunismus nie nur um Anpassung, sondern es geht auch immer darum, dass man diese Anpassung vor sich selber rechtfertigt Rechtfertigt. und rationalisiert. Also wirklich im Sinne dieser einfachen Aufteilung, dass es etwas gibt wie ein Triebverhalten und dann zugleich will man aber irgendwie, hatte man diese narzisstische Struktur, man möchte dabei irgendwie noch einigermaßen moralisch intakt vor sich selber dastehen oder vor anderen. Und deswegen muss man sich das rationalisieren und dieses Aufbauschen dieses imperialistischen Angriffskrieges, wo es jetzt einfach nicht mehr reicht zu sagen, ich verurteile diesen Angriffskrieg, ich verurteile die Kriegsführung dieses Angriffskriegs, sondern dass man quasi aus dieser imperialistischen Konstellation jetzt eine zweite Weltkriegskonstellation macht, wo Putin der Hitler ist und quasi die gesamte Welt sich gegen ihn verbünden muss, weil uns allen der kollektive Tod droht und so weiter. Dieses Aufbauschen hat die Funktion, dieses eigene politische Umfallen und dieses Aufgeben des Internationalismus und der politischen Ideale und des Anspruchs, zum Beispiel hier auch noch im eigenen Land sozusagen die Zustände zu kritisieren, zu rechtfertigen. Wenn das alles so schlimm ist, dann muss ich ja quasi jetzt mal alle linken Inhalte des Klassenkampfs alles zurückstellen und muss mich der nationalen Einheit anschließen, weil sonst eben Menschen sterben. Also ich glaube, das ist diese Funktion sozusagen. Nicht, weil dieser Krieg das irgendwie hergibt, sondern einfach, weil es als Argument gebraucht wird, wird er ein Vernichtungskrieg genannt. Es gibt ja ununterbrochen Möglichkeiten, sich mit dem Westen auszusöhnen. Warum wurde auf diesen Krieg gewartet? Na, zum einen glaube ich, dass es ja auch tatsächlich permanent passiert. Aber es gibt eben Ereignisse, die sind besser geeignet dazu. Und ich würde hier zum Beispiel so einen Vergleich zu 9/11 ziehen. Auch da war das so, dass auf einmal, wir sind es gewohnt, seit 1990 in einer Welt zu leben, in dem die USA die Hegemonialmacht sind und in aller Regel dieses Land die Kriege führt. Auch Kriege mit hohen Opferzahlen, nebenbei gesagt, mit sehr hohen Opferzahlen, die dann, wie zum Beispiel im Irak, am Ende zu überhaupt nichts geführt haben, eigentlich alles nur schlechter gemacht haben, aber dafür sind dann eben 700 Leute gestorben, macht ja nichts. Wenn man es nicht selber ist, kann man ja jederzeit die Wiederholung dieser Sachen fordern. Aber wenn dann jetzt etwas passiert, das auf der globalen Ebene, ob das jetzt terroristisch ist oder im Fall von Putins Russland eine militärische Macht auftaucht, die ähnlich brutal oder teilweise sogar brutaler vorgeht, dann ist das wie eine dankbare Gelegenheit, quasi überzuwechseln, ohne dass es verdächtig aussieht. Und dann erleben wir etwas sehr Eigentümliches. Dann erleben wir, dass Leute, die bis vor kurzem immer die Nase gerümpft haben, wenn der Begriff Imperialismus gefallen ist, die rantieren jetzt mit diesem Imperialismusbegriff, einfach weil es jetzt jemanden betrifft, auf den man ihn anwenden kann. Also Putin ist wie selbstverständlich Imperialismus. Und dieselben Leute, die das sagen, die haben vor ein, zwei Jahren noch, wenn man den amerikanischen Imperialismus als Imperialismus bezeichnet hat, dann haben sie einem ein Denken attestiert, das irgendwie, ich weiß nicht, 150 Jahre alt ist oder so. Oder lass, nee, es waren 100, okay. Falsch gerechnet. Die Kritik am Antiimperialismus, die Sie üben in Ihrem Stück, Sie sagen, dass man müsse den Antiimperialismus erstmal neu lernen, weil der sei deformiert und zwar folkloristisch und friedensbewegt. Ich würde ja sagen, das Problem am Antiimperialismus ist, dass er
in den meisten Fällen verbunden ist mit Antisemitismus. Aber vielleicht meinen wir da sogar das Gleiche. Ich weiß es nicht. Ja, ich unterscheide dann, sehr wie oft gibt es Worte und verschiedene Bedeutungen dahinter. Also diese Unterscheidung zwischen Namen und Begriff, da hat ja schon Ockham drüber geschrieben. Man muss sich klar machen immer, was man einmal jeweils meint. Ockham, ist das dieser Franzose, der so komisch geschrieben wird? Nee, William Ockham, der Scholastiker. Ah, okay. Der hat tatsächlich eine wichtige Unterscheidung getroffen, was Name und Begriff angeht. Das ist dann später immer wieder aufgegriffen worden, aber das ist jetzt eigentlich nur so ein, das war nur so eine Nebenbeinote. Aber ich wollte jetzt nur sagen, ein Anti-Imperialismus oder ist eben tatsächlich, kann es verschiedene Bedeutungen haben. Und ich würde sagen, das Konzept, wie wir das bei Lenin finden, diese Idee, dass man sozusagen die gegenseitigen Parteien oder die inneren Widersprüche des Imperialismus zu nutzen hat, ist ein strategisches Konzept. Und das hat nichts zu tun mit dieser Art von Identifikation, die in der folkloristischen Linken, im antiimperialistischen Lager da stattfindet. Wenn also so Leute wie André Hunko oder es gibt ja so unappetitliche Figuren dort, die quasi immer eigentlich alles schönreden, was irgendwelche Mächte tun, die sie als Gegenspieler der Ameraner wahrnehmen. Und diese Identifikation damit und dann auf der anderen Seite eben diese Friedensbewegung, die so in so einem stumpfen Pazifismus verharrt, das müsste man eigentlich überwinden und müsste dem eine gesellschaftliche Analyse zugrunde legen, die eben gerade nicht in den Antisemitismus führen kann oder anders gesagt, sie kann, natürlich kann alles Mögliche in den Antisemitismus führen, wenn man es nur will, aber die Voraussetzung dafür, dass eben das in den Antisemitismus führt oder dass das befördert wird, diese Art von Verkürzung, die Personalisierung. Und genau dagegen richtet sich ja das eigentliche antiimperialistische Konzept, das eben nicht sagt, es gibt gute und schlechte Imperialisten und wenn der nicht wäre, dann wäre es nicht. Und das ist jetzt der Hauptfeind, sondern dieses antiimperialistische Konzept versucht auf die Gesamtbeziehung, das Gesamtverhältnis zu zielen. Und wenn es das tut, dann ist das eigentlich eine gute Voraussetzung dafür, dass es eben nicht in diese regressiven Formen abrutscht. Ich glaube, Sie nennen die Bellizisten, diese linke Bewegung, die sich da im Moment, die so stark oder uns stark erscheint, das sind ja immer noch ein paar Figuren, aber die sind halt standen uns mal nahe oder wie auch immer, die scheinen im Moment zweierlei aus linkem Denken oder aus ihrem Denken verbannen zu wollen. Und zwar einmal die Geschichte, also dieser Konflikt hat ja keine Entstehungsgeschichte. Er fängt an am 24. Februar und damit ist also dann für auch... Für diese Leute, ja. Ja. Und also es ist wirklich tatsächlich das Ende der Geschichte für diese... und dann globale Machtverhältnisse. Also man kann, ich habe mehrere Diskussionen geführt, wo gesagt wird, ja, das sind halt zwei imperialistische Mächte und die kämpfen um dieses Einflussgebiet. Und das ist sicher richtig. Und dennoch muss man sehen, dass die eine halt einfach, man kann ja nicht verleugnen, dass die eine halt sehr viel weniger Ressourcen hat, sehr viel weniger Militär und anscheinend auch eins, was nicht so. Und das wird gar, das darf man gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Ich habe witzigerweise heute gerade mal noch eine kurze Rechnung vollzogen und habe den Wehretat der NATO-Staaten zusammengerechnet und mit denen der von Russland verglichen. Und das Verhältnis ist 18:1. Also, oh, ich dachte 1:10, das ist ja noch schlimmer. Okay, ja. 18. Also die NATO-Staaten haben zusammen, geben 18 mal so viel Geld aus für ihr Militär und sie haben natürlich eine weitaus größere, stärkere Armee. Wenn man, also wir sind jetzt auch wieder auf verschiedenen Ebenen. Ja, ich weiß. Das eine ist, wenn ich jetzt mal antworten sollte, ist natürlich die, hier werden ganze Argumentationen darauf aufgebaut, also Aufrüstungsargumentationen, aber auch Linke, die sagen, jetzt muss man umdenken, jetzt müssen wir irgendwie alle Sachen anders bewerten. Die werden darauf aufgebaut, dass man sagt, man habe Angst davor, dass Putin nicht bei der Ukraine stehen bleibt, dass er Europa einnimmt. Also Putin, die russische Armee, die schon Schwierigkeiten hat, sich in der Ukraine allein durchzusetzen. Mhm. Und wenn man jetzt berechnet, was eine Kriegsführung mit der Eroberung eines weitläufigen Gebietes bedeutet,
dass eine Eroberung Leute kostet, dass die rückwärtigen Dienste, je mehr man sich ausdehnt, umso anspruchsvoller werden, dass eine Besatzung 3 bis 4-mal so viele Soldaten erfordert und dass dann immer noch nicht einfach nur freies Land vor der russischen Armee läge in Westeuropa, sondern eine Militärmacht und eine Militärmacht, die ihm ums Vielfache überlegen ist. Es ist, als ob diese Leute über ein anderes Universum, über eine andere Welt reden. Irgendein Paralleluniversum muss es ein Russland geben, das in der Lage ist, Europa zu besetzen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und natürlich ist diese Argumentation völlig jenseits der Sache. Sie drückt eine Art von Angst aus, aber ich glaube, allein mit dieser Angst kann man das nicht erklären. Ich glaube, da ist auch wirklich da geht es wirklich darum, dass man dem Fremden, dem anderen, das da weit weg ist, Dinge zuschreiben kann, was einem im eigenen Land eben viel schwieriger fällt, weil es im eigenen Land viel handgreiflicher, weil man selber viel mehr involviert ist in sein eigenes Land und dass dann am Ende eben doch immer diese Gleichung steht, naja, aber wir sind ja letztlich doch die Guten und das ist für mich wieder so eine Art Keimzelle vom Opportunismus und das ist tatsächlich was einmal sozusagen ignoriert wird, ist das Kräfteverhältnis und damit will ich nicht irgendwas verharmlosen von dem, was in diesem russischen Krieg passiert. Und auch nicht, es ist ein Angriffskrieg, es ist ganz klar, aber obwohl dieser Krieg für sich genommen ein Angriffskrieg ist, steht Russland natürlich trotzdem letztlich schon allein aufgrund des Kräfteverhältnisses und zwar nicht nur militärisch, sondern auch was den Kapitalexport oder die Investitionen angeht. Also Russland ist ein Selbstversorgerland, das weitgehend auf Rohstoffen basiert. Diese Art von Auslandsinvestitionen, Interessen und auch expansive Bemühungen, die wir zum Beispiel von den USA oder teilweise auch von China kennen, das kann Russland gar nicht in dem Maße leisten. Und auf der anderen Seite eben dann das andere, was Sie gesagt haben, dieses Ignorieren der Vorgeschichte des Konfliktes, also so Stichworte wie Minsk II oder das Assoziationsabkommen 2009, was gescheitert ist und wie groß war der Einfluss westlicher Kreise auf die Euromaidan-Bewegung? Wie war die überhaupt zusammengesetzt? Ist das wirklich so, wie dieses Bild hier erzeugt wird? Ist das nur eine Zivilgesellschaft und so weiter? Und da rede ich jetzt nicht von dem rechten Sektor, der quasi wirklich nur der militärische Arm war, aber man ignoriert ja völlig die interne Opposition, die in der die anderen Oligarchen dieses Landes konkurrenterweise ihre Finger drin hatten und Poroschenko hat da eine große Rolle gespielt in diesem ganzen Zusammenhang damals bei der Euromaidan-Bewegung. Und dass diese Fronde, diese Negativkoalition, die sich damals zu diesem Putsch irgendwie durchgerungen hat, das wird alles hier in der Wahrnehmung, das guckt man sich zurecht und das sieht irgendwie, das erscheint alles völlig unschuldig. Und dieselben Leute, die überhaupt nicht glauben mögen, dass da irgendwie in diesem Regime-Change irgendwie politische Interessen von westlichen Staaten auch eine Rolle gespielt haben können, dass da Geld geflossen ist und so weiter, was man ja letztlich weiß, wenn man sich damit beschäftigt. Genau dieselben Leute sind es, die einem dann erklären, dass der ganze russische Bürgerkrieg, der zwischen 2014 bis jetzt stattgefunden hat, zwischen der Ost- und Westukraine, dass er nur deswegen existiert, weil Russland da Geld reinpumpt und so weiter. Also all dieses, was sie einerseits als Verschwörungstheorie abtun, das bemühen sie dann selber, wenn es um die russische Seite geht. Und dasselbe erleben wir dann natürlich auch nochmal im Medienbereich, wenn man sich darüber aufregt, dass das russische Staatsfernsehen seine Ableger in Europa streut, während es wie völlig normal ist und das natürliche Recht des Westens ist, mit seinen, sagen wir mal, medialen Inhalten sozusagen den Osten oder die anderen Weltgegenden zu bestrahlen und dort ein entsprechendes Denken zu beeinflussen der Leute. Und das ist also so ein permanentes permanenter Doppelstandard, der da bemüht wird und die Leute. Das Interessante ist, dass es eben von Leuten kommt, die aus dem ideologiekritischen Bereich kommen. Das heißt, die haben die ganze Zeit in den letzten Jahren nichts anderes gemacht, als über so eine Doppelstandards zu reden, zum Beispiel beim Thema Israel. Und interessant ist, dass sie jetzt das in anderen Punkten völlig vergessen, wo es eben auch passiert. Kann es sein, dass diese ja an sich richtige Kritik, also dass das, was wir heute erleben, mit dieser bellizistischen Linken, dass das erwachsen ist aus der eigentlich richtigen Kritik am Antiimperialismus, der einfach eine Runde zu weit gedreht wurde, weil er aus der richtigen Kritik des Antiimperialismus häufig
einfach nur die Möglichkeit bietet, das eigene Land dann doch zu, also Deutschland doch zu leben, weil der eigentliche kapitalistische Aggressor ja die USA sind, und dass man seinen Antisemitismus noch ausleben kann, dass daraus irgendwie eine Nähe zum Westen, zu den USA als Reaktion entstanden ist, die irgendwann ein etwas Unkritisches hatte und dann tatsächlich an sowas wie Freiheit und Demokratie als westliche Werte geglaubt hat. Kann das sein? Ja. Sie haben jetzt schon alles gesagt. Ach so, okay, nee. Also das sehen Sie auch so, dass das... Ja, ja, dass dieses Selbst, durch Selbstkritik sich bereinigen der Linken und dass man mit diesem unsäglichen verkappten Antisemitismus, der sich in anderem Gewand dargestellt hat, dass man damit dass man dagegen den Kampf aufnehmen muss und dass man das sehen muss, das sind ja notwendige und wichtige Schritte und dass man auch die Tendenzen des Antiimperialismus sehen kann, sofern man ihn eben so konzeptioniert, dass er eben eine folkloristische Bewegung ist, die sich auf also letztlich darauf beschränkt, zu personalisieren, um es einfach auszudrücken. Und das ist absolut notwendig, und dass man das macht. Und jetzt muss man aber immer gucken, wie weit geht das. Und ich würde trotzdem einen kleinen Einwand erheben, weil ich glaube, dass wir es in dieser Bewegung immer schon zu tun haben mit Leuten, die sehr stark zum anderen eben geneigt haben. Und ich glaube, dass es wenige Leute mit gibt, Ausnahmen denen, auf jeden Fall. Ja. Also so Leute wie Broder oder sagen wir mal so ein Glucksmann oder so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei denen wirklich sicherlich mal abgesehen von einer wirklich jugendlichen Frühradikalisierung, dass es da irgendwie jemals wirklich ein ernsthaftes Bestreben gegeben hat. Und es geht halt wirklich tatsächlich darum, nicht die Linke zu bessern, sondern sie wirklich quasi gewissermaßen zu erledigen. Und dann ist das natürlich eine der größten Formen des Opportunismus. Und da reden wir wirklich, ich meine, wir sind da jetzt irgendwie gebrannte Kinder, weil wir irgendwie auch mit diesem antideutschen Spektrum immer irgendwie schon seit Jahren auch zu tun haben. Aber das geht ja viel weiter. Das betrifft ja auch irgendwie das linksliberale Milieu. Das betrifft weitgehend das Weichbild zum Beispiel der Taz und so weiter. Da trifft man diese Leute ja immer wieder auch an. Und es ist ja nicht nur eine Randerscheinung. Und ich denke, dass es sehr viele Linke gibt, die sich irgendwann sozusagen einfach abwenden. Und es ist immer das Problem, was man in dieser opportunistischen Haltung eben immer hat. Man muss sich das irgendwie rechtfertigen und klar machen. Und dann nimmt man halt was her. Und wenn man zutreffende Vorwürfe nehmen kann, ist das natürlich umso besser. Da braucht man keine erfinden. Also klar, und in dem Fall, die Linke muss eine Möglichkeit finden, mit diesen regressiven Formen besser umzugehen und damit zu kämpfen oder sie eben zu bekämpfen. Aber anscheinend ist es sehr schwer, eine Kritik am Antiimperialismus zu üben und gleichzeitig der Meinung zu sein, dass es Imperialismus gibt. Also das scheint viele Leute, ich glaube auch, dass es einfach Leute gedanklich überfordert. Weil das, ja. Ich glaube, dass, nein, das ist eigentlich schon ich das. Ich frage mich gerade, welche Frage die Leute nicht gedanklich überfordern. Ja, das ist richtig. Aber normalerweise können sie nur entweder oder denken. Und ich glaube, das trifft auch natürlich auf ganz viele Linke zu. Sie können nicht sagen, oh, Antiimperialismus ist häufig antisemitisch. Trotzdem braucht man eine Kritik am Imperialismus, weil der ja damit nicht plötzlich aufhört. Und ich glaube, dass das diese Überforderung häufig auch jenseits von Opportunismus das schon alleine dazu führt, dass dieser Weg dann eingeschlagen wird. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf im Moment, ist der enorme öffentliche Druck, der mediale Druck, der auf sämtlichen Leuten, die sich öffentlich äußern, ruht. Also das ist Oder nee, der wirklich, also auch wir spüren das, wir haben ja so viel Gegenwind bekommen. Oder wir bekommen, und das ist für viele Leute auch persönlich unheimlich schwer, im Stand zu halten. Denen geht es dann wirklich schlecht. Und dann überlegt man sich natürlich nochmal, ob man das vielleicht nicht doch revidiert. Also so eine Form von Einheitsmeinung, wie sie im Moment ja herrscht in allen Medien, dass wirklich das
alles, was auch nur ansatzweise versucht, sowas wie eine Entstehungsgeschichte zu erzählen, dass das schon als Apologie gewertet wird. Das ist im Moment so stark, dass ich mir vorstellen kann, dass viele Leute das einfach auch nicht aushalten und dann lieber mitsingen. Es ist diese Unfähigkeit zum, also dieses Tertium Datur zu denken, ne? Also dass ein Drittes auch noch möglich ist. Und das, was tatsächlich bei vielen ist, und dann fallen sie in diesen Diskussionen auch immer wieder drauf zurück. Also das ist auch, ich bin unzählige Male identifiziert worden in meinen jetzt persönlichen Diskussionen, die ich geführt habe, mit irgendeiner Pro-Putin-Diskussion, obwohl ich 2014 schon die Annexion der Krim mit dem Kosovo-Krieg verglichen habe. Spielt keine Rolle. Sie wiederholen das dann auch einfach, weil einfach das ist das, was sie haben. Das ist das Repertoire, was sie benutzen können. Und dann machen sie es, dann führen sie es weiter fort. Und natürlich, man muss, das ist tatsächlich so, ich bin es ein bisschen gewohnt, angefeindet zu werden. Insofern, ich bin da ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen abgestumpft mit der Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die für die ist es wichtig, dass sie auch einen gewissen Einklang mit ihrem Milieu sind. Und wenn sie sehen, dass so viele jetzt gerade in diesem Krieg mitziehen, dann lassen sie sich da möglicherweise auch mitziehen. Natürlich gibt es da, denke ich, auch eine Art Gruppenzwang, und so dass wir eigentlich tatsächlich diese Ebenen haben. Einmal diese soziale Ebene, wo man mitgerissen wird oder sich jetzt auch nicht zu sehr positionieren will oder auch teilweise vielleicht Angst hat, wenn man sich jetzt irgendwie hinstellt. Also ich habe mit jemandem geredet, ist wirklich viele, viele Wochen her, der nicht zufrieden war mit meinen Äußerungen. Der hat gesagt, es kann sein, dass du alles recht hast, aber ich habe Angst davor, dass du dich jetzt hier irgendwie so positionierst und dann kommen da ganz schlimme Dinge raus und du stehst dann da irgendwie als einer von denen da, die das nicht gesehen haben und das nicht gerechtfertigt. Also diese Art von Angst hat man. Und da tatsächlich spielt das keine Rolle. Man kann sich dann später darauf berufen und sagen, ich habe nichts gerechtfertigt, sondern ich habe versucht, weiterhin in Zusammenhängen zu denken. Und für mich gibt es keinen Grund, die ganze Welt neu zu betrachten. Vor allem, es ist ja so, mit meiner Art, die Welt zu sehen, stellt sich das so dar, dass hier nichts passiert ist in den letzten 2-3 Monaten, was nicht absolut im Rahmen des Möglichen und auch im Rahmen der Interpretation und auch erwartbar war. Und ich habe auch zum Beispiel im Gegensatz zu anderen nicht vor dem Angriff gesagt, dass der nicht passieren wird. Ich habe ihn für nicht für die wahrscheinlichste Variante gehalten, dass der wirklich passiert, der Angriff, aber ich habe mich allein an die Krim erinnert und habe gedacht, ausgeschlossen ist das keineswegs. Dass man sich aber so irrsinnig drauf stürzt, jetzt von Seiten der bellizistischen Linken, dass es einige Leute gegeben hat, mich, die sich von ihrer Hoffnung hinreißen haben lassen, zu sagen, das wird schon nicht passieren, und jetzt so eine Häme darüber ausschüttet. Und das kommt dann aber von Bellizisten, die einem, das habe ich jetzt in meinem Artikel in der letzten Konkretion geschrieben, deswegen wiederhole ich das einfach mal, aber dieselben Leute, die sich über diese Angriffs- oder über diese Prognose, dass Putin nicht angreifen werde, jetzt lustig machen, bezogen auf Anti-Imperialisten, sind dieselben Leute, die heute noch erklären, dass es ein Fehler war, aus Afghanistan abzuziehen oder dass man den Irakkrieg, dass man die Besatzung hätte verlängern müssen. Also wer lernt denn hier nicht aus Geschichte? Ich frage mich das gerade. Oder wer ist resistent gegenüber dem Material, was die Wirklichkeit einem anbietet? Herzlichen Dank an Felix Bartels und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.